wieder ordentlich einen reinfusen, ey. Schön. Rötterich. Zieh den dann mit hier, Batman, auf der linken Flanke da. Rein mit der Kugel. Meinen Güterhari, schlag über die Haare, Mensch. Du siehst ja nichts mehr. Zieh den mit, Mensch. Komm rüber, der steht frei, du Depp. Zieh jetzt rein da. Mein Gott, was legt er sich da hin hier? Sind wir bei Karate oder was? Gott, welches Trikot hat der Schiri denn an? Hau ihn um. Gelb. Bravo. Gute Entscheidung. Wie lange machen wir das noch? Weil das Video geht halt 18 Minuten. Ich bin dabei. Nee. Ja, ich liebe Fußball einfach. Ich bin da einfach drin. Ja, geil. Raus. Hier, da kriegt ihr eine fucking gelbe Karte. Also ich fand die Qualität des Spiels, der Skills gar nicht so gering. Also ich fand, da hat man schon einiges gesehen. Ich glaube, das ist eine höhere Liga. Guck mal, hier der Torwart steht auf der falschen Spielfeldseite. Eine höhere Liga da irgendwo in Norwegen. Was macht der Torwart denn da? Also das ist der Schiri. Nein. Der Schiri macht einen Kopfball? Der spielt mit. Nein, ist die letzte Minute. Letzte Minute, alle nochmal nach vorne. Alle nochmal vor. Hä, aber im Ernst, der hat doch ein anderes... Es ist der Torwart. In der letzten, wenn es wirklich nur noch um ein Tor geht, in der allerletzten Minute, dann kann auch mal der Torwart mit nach vorne gehen und versuchen, einen Kopfball reinzumachen. Oder auch mit der Faust. Aber der darf doch die Hände benutzen, oder nicht? Ja. Oli Kahn hat das gemacht. Er verarscht mich jetzt gerade, oder ist es der... Wer ist das? Das ist der Torwart. Von dem Team, das in die Richtung spielt auch. Aber warum versucht denn der Torwart ein Tor zu schießen? Naja, also stell dir mal vor, du hast 5 Angreifer vorne, ne? Und jetzt stell dir vor, du sagst, jetzt haben wir 6 Angreifer. Ist nicht besser? Und der Torwart ist ein Angreifer. Du verarschst mich. Wirklich? So wurden auch schon... Ich lasse mir von dir keinen Scheiß erzählen. So wurden schon entscheidende Tore geschossen. Was glaubst du, wer das sonst sein soll? Ein scheiß Fan oder was? Flitzer. Das Ding hat... Der Schiedsrichter darf gar nicht mitspielen. Nee, der ist eine Null. Ja, nee. Wie geil das wäre einfach. Der Schiedsrichter kopft den rein. Wenn er wirklich Lust hat. Dann darf er. Okay, gut. Also wirklich, ein Tor, wenn es unbedingt sein muss. Aber nicht mehr. Wenn er wirklich Lust hat, darf er schon mitspielen. Aber nur kurz. Aber nur eins. Nur ein Tor und kurz auch. Gut. Ich bin das FC Bayern München. Du liebst ja Fußballvergleiche. Du bist irgendwie so ein Sandhausen oder so. Ja? Irgendwie einmal aufgestiegen und dann ein bisschen Geld da zugestopft bekommen und dann einmal in der ersten Liga oder sowas angekommen, sagen wir mal Hoffenheim lieber. Dann einmal kurz auf Platz 1 in der Tabelle, in der Sommer, in der Winterpause oder so und dann aber in der nächsten Saison, im zweiten Dings, siehst du mal, aber wo dein Scheiß Stand ist. Aber weißt du, was FC Bayern nicht hat? Mit ihren 60 Pokalschalen in der Vitrine. Die haben keinen Hunger. Und ich hab Hunger. Du hast 6 Maultaschen im Bauch. Ja, aber da gehen noch du mehr hast rein. Keinen Hunger mehr. 8, 10, 12, 14, ohne weiteres, keine Schande, Leute, das ist überhaupt kein Problem. Ein bisschen mehr Respekt, 10-Pack, 12-Pack, ich habe alles voller Packs. Einfach mal ein bisschen Respekt vor meiner Lebensleistung. Ja, du hast einfach mal Respekt vor der Realität, wir schauen mal, wer den Punkt gewinnt jetzt. Bitte schön, hier. Bitte so, ab davor mal Respekt, aha. Scheiße, 14-0. Ich muss jetzt agieren, das ist wie irgendwie Kloppo, ne? Der Trainer Kloppo. Was ja, aber der jetzt kann machen? Das eben auch. Der nimmt auch gerne mal die Pfeife in die Hand, pfeift da selber rein und sagt, du kriegst eine rote, du kriegst eine rote, du kriegst eine rote. Aber dann dreht er das Spiel. Wenn Kloppo sieht, 4-0 liegt der hinten, was würde er machen? Was würde Kloppo machen jetzt? Der grätscht den Verteidiger zu nimmt auch mal selber weg. Da mache ich das jetzt. Und ich zück schon mal die Fischkarte. Sag ich euch ganz ehrlich. Warum filmen sich so viele Leute, wie sie trainieren? Sport, cool. Nee, die denken, dass dann irgendein Fußballberater sieht, ach, guck dir das mal an, wie viele Gran da stand. Ja, wenn Ulrich Klopp einfach so durch YouTube zappt und dann einfach sagt, sag mal, also das ist ein guter Junge hier, oder? Und den dann von YouTube wegrekrutiert, oder was? Das ist Ulrich Klopp